aber das war mein Hobby gewesen. Ich hoffe, es ist etwas rübergekommen. Und dieser Jahrgang möchte ich mich, bei diesem Jahrgang möchte ich mich ganz besonders bedanken, weil er mir das Leben sehr leicht gemacht hat in den 2 Jahren. Die Organisation, die war sehr leicht gewesen. Auch die Organisation für die Berlinfahrt hat sich gelohnt. Es war nicht eine der guten Jahrgänge, die ich nach Berlin begleitet habe. Es waren immerhin 30 Mal, die ich in Berlin war. Es war der beste Jahrgang, muss ich sagen. Ich möchte noch auf etwas hinweisen. Am Ausgang verkaufen die Abiturientinnen Rosen zum Preis von je 2 Euro. Der Erlös aus dem Verkauf, der soll einem ökumenischen Projekt Brot für die Welt und Miseria zugutekommen, das sich für die Befreiung eine dauerhafte gesellschaftliche Wiedereingliederung von Kindersklaven in der indischen Teppichindustrie kümmert. Und jetzt kommt nochmal Musik. Thank you.
Wo ist denn der? So, hier dann ist jetzt vor der Schule. Wir haben ein kleines Feld aufgebaut, in dem sie heute Abend fahren wollen. Guten Morgen, Dr. Peter. Morgen. Morgen. Hello. Hello.
drauf. Sind wir werden zurückschlagen. Ah ja. Hier gesicherte Wasserbomben durch geschicktes strategisches Vorgehen. Damit wurde die gegnerische Schulgelände eingeschleust. Gegnerische Potenz entscheidend geschickt. Ja. Ja. Sehr gut. Genau. Du hast auch was dabei. Hallo. Schüler werden hier noch erwartet. Das sicher! Ja, der Herr Dr. Peter, tun Sie da mal die Kamera weg, das kann er noch abgefangen. Der ist voll zurück. Zurück in die Klasse. Auf, danke. Was denn? Hallo. Endlich wieder dich. Alex, andere Richtung. Gleich? Ich in die andere Richtung. Ja, das war mir gut. Oh, da einmal Marmelade. Danke. Also ein Stapel. Stapel, geil. Ein Stapel. Ah, kommen Steine geflogen. Yeah! Mein Stein pumpen! Wenn ich schnell genug ist, dann dürft ihr das machen. Alle zu lang. Aber lass die zwei Finger. Lass mal vorbeigehen. Auch ein bisschen schneller, sonst wissen wir leider. Ja. Ich hab eigentlich gesagt, wir lassen sie drücken. Marie, lass mal wieder drücken! Nein! Alles gut, du darfst wirklich. Jetzt drauf, drauf! Peter, du willst wieder die Kiste rein. Lärmste! Mein Waffenarm schmerzt. Ja, okay. Wir kühlen sie mit Pressure. Ich glaube, der hat doch... Nein, wir versuchen es einfach. Das ist das. Hier die ersten Einschläfer. Ja, der Fußballstadion ist gar nicht mehr gekommen, gell? Nächstes Jahr, gell?
bist ein Überläufer. Bitte? Hast du zum Überläufer geworden? Ja, ja, Überläufer. Nur wenn ich dich schon sehe, bei Gelegenheit hat der Herr Käse möchte gerne das Programm der Klassenfahrt. Ja. Ja. So. Gut, also abends haben wir ein Rätsel für euch. Schau mal, was ist das? Wahrscheinlich ein Lied singen und der Benni spielen. Ah ja. Und wenn sie fokussieren, das macht auch nichts.
Was ist denn da wo? Was ist denn da wo? Probier aus. Das klingt ja scheiße. Was? Nimm mal halt das hier. Du musst nicht traurig sein. Eine großartige Musikdarbietung von den Kollegiaten. Ich nehme aber nicht an, den weiteren Höhepunkt. Wir singen ein bisschen ein Lied von Holger. Vielleicht. Und Holger? Hoffnungsträger. Okay. Lausche! Lausche den Klängen des Pöbels. Und merkt euch immer, wenn ich frei wollte, weil irgendwann wieder so viel. Also Frau Businde, Sie geben jetzt mal alles, ne? Kann bloß noch ein Bitte geben. Ein Satz. Oh, Maria!
falschen Lied. Ja, ja, das war's mal auf. Ich suche mir jetzt noch ein schönes Klavier, okay? Also, ich finde das nicht. Ich finde das nicht. Ich finde das nicht. Ich finde das nicht. Der Hunke möchte fast spielen. Also ruhig, der Benni spielt. Halt, Moment, haben Sie noch eine Trompete? Zu jetzt Anki, wer ist das? Halli, die Frau Rosina. Danke, dann heißt du schon. Aber der Thank you.
singen. Und durch sein Vogel saß auf einem Baum. Um 19.30 Uhr im Haus. Alexander von Humboldt, Exzellenz und Freiheit, vorgestellt von Dr. Manfred Ost. Über der Leichtathletik-Wettkampfmannschaft Also ein Vogel? Aloha! Ja, los! Aloha, verpiss euch! Ich
Herr Dr. Peters, Sie haben Tabak hinter der Linse. Echt? Ja. Tabak? Tabak, ja. Ja, ein bisschen Tabak, ja. Ja. 10% noch, aber das Rohr kannst du nochmal dran machen, gell? Ja. Ah. Der Löffel! Damit Sie mal was anderes sehen, ein Lehrer, den Sie nie hatten in Ihrer Schulzeit. Was sagen Sie zu den Vorwürfen der Korruption? Oh, gar nichts. Nehmen Sie dazu Stellung. Zu wen? Das finde ich sieht eher aus wie der Herr Schopf. Das sind doch keine Haare. Also, Entschuldigung. Nase an das machen irgendwie. Nee. Jan ist schon ziemlich K.O., gell? Nein, wirklich. Ja, aber ja, so. Ja, aber jetzt ist er auch mehr. Der Einsatz beginnt. Die Schüler haben wahrscheinlich mit dem Auto Einzug gehalten, dass wir aber nicht verfolgen konnten. Das Ganze ist in Form eines großen Zeltes organisiert. Zweitens, Lehre. Was an Lehrern da ist? Wir haben hier vorne für Sie die besten Plätze reserviert. Wollen Sie sich da bitte hinsetzen? Das wäre super. Ich spreche Sie dann, Herr Potschka. Danke, ich kann die Lehre zu unserer Abi-Feier dieses Jahr. Wir haben uns, was nicht sonderlich zugegebenermaßen kreativ ist, das Thema Oktoberfest gesucht, ist aber eine geile Ausrede, um mit Röcken rumzulaufen. Frage nochmal, Lehrer, das kann doch nicht alles sein, das ist doch ein Witz. Ich meine, schaut euch doch mal an. Das kann doch nicht sein. Mach dich auch mal vor!
das Fass anstechen. Herr Kubitzer, das Fass ist schon angestochen. Sie sollen nur das erste Bier zapfen. Jetzt stellen Sie sich mal nicht so an. Ich mache das deswegen nicht gerne, weil ich schon mal versucht habe, ein Fass Bier anzuzapfen und dabei die ganze Küche unter Bier gesetzt habe. Aber eines kann ich, einschenken, wenn mein Großvater ein Gast wird. Genau, einschenken kann er. Liebe Schüler, liebe Kollegiaten, liebe Abiturienten, es ist angezapft und Prost auf euch! Deswegen muss man zwei halbe nehmen. Meine Welt. Unschlagbare Konkurrenz, die kleinste
Frau Kimmler! Meine sehr geehrten Herren Athleten, bitte begeben Sie sich auf die Kampfpositionen. Es nennt sich Maßkrugstemmen. Sie nehmen jetzt diese beiden Krücke hier mit einer Hand und versuchen sie möglichst lange mit ausgestreckten Armen von Körper wegzuhalten. Auf die Plätze! Fertig! Los! Lassen die Kräfte nach, die Kräfte lassen nach. Hier verschüttet. Na, schon ausgestreckt. Ja, die bescheißen beide sich gegenseitig und den anderen und irgendwie. Ich würde sagen, sie haben beide verloren. Als auf der Bühne waren. Was? Ja, Theater. Wo ist die Liste gehört? Die Liste gehört, die verdrückste Scheißliste. Okay, auf die Bühne bitte ich als nächstes Herr Schreier. Okay, weiter. Herr Kröner? Herr Schmidt? Die Mann! Maren Schmidt? Ist der allseits beliebte Herr Steinbach anwesend? Hat ihn jemand gesehen? Herr Steinbach ist auf dem Weg, sehr schön. Dann hätten wir gerne den Herr Dr. Peter. Dann mal gerne den Herr Kubica. Haben alle mitgekriegt, dass es da drüben verdammt günstig Essen und auch Trinken gibt. Geradezu geschenkt, wirklich, also echt. Ich sag euch, geht darüber, esst eine Rostbratwurst, trinkt dazu Becks alkoholfrei, das haben wir auch da.
Für jeden, der ein Bier trinken will, weil es ist ja ein Bierzelt. Also gut. Now only you. Folgendes überlegt. Dass wir, um euch den postabiturielen Stress darzustellen, eine Laienschauspielergruppe engagieren, die das monatelang vorher geübt haben, wie sie sich zu verhalten haben. Da der Herr Schreier ist völlig selbstsicher. Kennt Kasper? So. Und zwar spielen wir euch heute ein kleines Kasperle-Theater vor. Und mit viel Glück schaffen unsere traumhaften Akteure das auch so rüberzubringen, dass ihr die Story versteht. Immer wie abläuft. Dafür haben wir eine professionelle Schauspielergruppe engagiert. Es ist die Geschichte vom Kasperle und vom Seppel, die nach ihren Reifezeugnissen auf Mallorca fliegen. Sagt Hallo zum Kasperle! Ja, da. Also, ab geht's! Tritra, trullala, das Kasperle ist wieder da. Kasperle hat sein Abitur bestanden und möchte sich am Ballermann die Lichter ausschießen. Mit dabei ist sein Spatzfreund Seppel. Da ist er ja! Mensch, du, was geht denn? Sie müssen wieder reden. Will zappeln, also los geht's. Ich bin schon ganz aufgeregt. Ihr auch? Also, wer kommt? Aufmacht. Sie steigen also ins Flugzeug. Viva l'amor, viva l'amor, viva la noche, viva la fiesta. Panne, Panne, abbrechen, leise, Musik aus. Ist egal. Also, Flugzeug. Nach kurzer Flugzeit kommen sie auf Mallorca an. Aber wer hüpft da schon am Strand rum? Ich bin der König von Mallorca. Herzlich willkommen in meinem Reich. Ich bin ja nur der Stellvertreter, weil der Chef, der ist jetzt irgendwo anders. Ja, der Chef ist leider nicht da. Aber da sich unsere Helden auch gerne mal mit Mädchen unterhalten mögen, fragen Sie den Vizekönig. Mensch, du Vizekönig, alter Schwede. Wir sind einsam. Ja, furchtbar. Der Vizekönig überlegt rasch und hat die passende Antwort parat, denn er kennt sich in der Szene aus. Auf ins Oberbayern! Das ist so eine Kneipe auf Mallorca. Für Leute, die es nicht wissen. So, und als sie dann natürlich in dieser Kneipe sind und die Beats hämmernd aus den Boxen dröhnen, sagt der Türsteher, als sie rein wollen. Ah, liebe Gäste. Du kommst hier nicht rein! Der König verlässt betrübt den Schauplatz. Oh. Am Tresen erspähen die beiden Schürzenjäger die allerwunderschön hübscheste Frau, wo gibt auf Welt. Auf Welt! Ton ab, also! Ja. So. Mädel dreht sich um. Mensch, du, super, dass wir dich hier treffen. Da können wir mal was losmachen. Dann ist hier ein bisschen mehr Action, ne? Beide gehen neugierig auf sie zu. Wow. So was nennt man Improvisationstheater. Mensch, du bist doch der Spezialist für Imkerprodukte, ne? Dürfen wir auch mal einen Special Honigschnäpsle probieren? Hast du das dabei? Mensch, auf der Skihütte hast du immer dabei gehabt.
Saufen klingt gut. Nachdem die drei beschwipst von diesem urigen, im Hinterhöfle selbstgebrauten Getränk beschlossen haben, an den Strand zu gehen, verlassen sie das Etablissement. So, Mensch, schau dir mal diesen tollen Sternenhimmel an. Da oben, das Sommerdreieck. Wunderbar zu sehen, Ada, ihr Vega in der Leier und schau mal da, den im Schwan, kennst du doch alles, ne? Und Ada, wenn du genauer hinschaust, da kannst du jetzt den Skorpion sehen, ganz interessante Sternbilder. Bla, 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 bla. Die drei schlendern ja, unter dem Stern im Himmel umher, als Kasperle anfängt mit seinem enormen Fachwissen zu prahlen. Ich fahr mal zu Ball dran, oder? Ah, der Vorleser, der will bestimmt jetzt die Astro-Rekorde hören. Und so erzählt Kasperle von interferometrischer Positionsbestimmung von Radioquellen, zwölfdimensionaler Supergravitation, dem Ereignisvorbezone, möglicherweise verdampften als Singularitäten in Art, in Neutronengasen und Quantenfluktuationen. Also, ein bisschen was hast du gesagt. Mensch, Kasper, das interessiert auch niemand. Zeig uns lieber die Astro-Rekorde. Naja, egal. Seppel, erzähl doch mal was von dir, hm? Ich erzähle mal einen Schwank aus meiner Jugend. Als ich bei Schwedenstein geschafft habe, wussten wir im Wald Pilze sammeln, weil es sonst nichts anderes gab. Aber damals, Sache mit Chemie. Hilfe, Hilfe, eine Eidechse! Was? Ha, ist das Ihr Ernst? Haar, eine Eidechse? Sind Sie lebensmüde? Ich bin ein Krokodil. Mensch, du verpfeifst dich. Als die Situation völlig ausweglos erscheint, taucht ein Zauberer aus dem fernen Dittelbunn auf. Also Leute, ich werde versuchen, die Situation zu entschärfen. Auwe, wir drücken mal die Daumen. Also, ich werde jetzt mit Elektronen und Positronen das Krokodil verschwinden lassen. Hokus, Hokus, Vivus! Hey, was ist hier los? Die Luftfeuchtigkeit so... Ha, ra, 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 ra. Völlig unplanmäßig ist jetzt unser Krokodil ausgeschieden. Da das Kasperle und der Seppel nun keine andere Möglichkeit mehr sehen, überlassen sie Gretel und dem Zauberer dem Krokodil. Eigentlich sollte das Krokodil noch leben. Sie haben den Text geändert, Sie sollten Protonen und nicht Positronen verwenden, Herr Steinbach. Diese Eigenmächtigkeiten müssen aufhören, wenn es mit Ihrer Schauspielerkarriere noch was werden soll. Und Kasperle und Seppel gingen Arm in Arm zum Flughafen. Flugzeug rutscht. Daheim angekommen, wartet schon die Großmutter. Wo kommt ihr beiden Rumtreiber denn her? Ich schlepp euch brennt der Kittel. Bei uns hat es früher sowas nicht gegeben. Das muss zorniger kommen. Zornig bin ich nur, wenn ich den Vorleser im Unterricht treffe, aber es war nicht so arg oft. Wieso, ich war... Nur wenn sie mich rausgeschmissen haben, war ich nicht da. So, nun habt ihr einen Vorgeschmack bekommen, wie es aussieht, wenn ihr mal euer Abi habt. Wenn ihr es mal haben solltet. Ihr Dussel. Hallo.
brauchen unseren Star-Trompeter. Ohne Star-Trompeter. Nur auf freiwilliger Basis. Entschuldigung. Okay, dann du mit deinem Yacht-T-Shirt zum Beispiel, darfst du mal kommen. Dann nehmen wir noch da hinten.
Du mit deiner Kappe darfst auch mal aufkommen. Und natürlich auch noch die holende Lehrerschaft. Herr Herberholz trinkt gerade genüsslich sein Justus Brunnenwasser. Darf auch einmal heraufkommen. Oh, Herr Herberholz kann sitzen bleiben, wenn er nicht mag. Wir haben Ersatz. Gut. Auf die Bühne und einen herzlichen Applaus. Bitte in einer Reihe Aufstellung nehmen. So, das Spiel ist sehr, sehr einfach und läuft folgendermaßen ab. Sie kriegen ein Gummi über den Kopf, über den Kopf ziehen und durch den Mund und hier hinten, bitte, können Sie es ja mal machen. Und dann, hier praktisch ein... Ja, genau. Und jetzt bitte ich Sie, sind alle Kandidaten soweit? Jetzt bitte ich Sie, diesen Gummi ohne Zuhilfenahme von Armen oder Beinen oder Händen um den Hals zu kriegen. Ja, was ist mit euch? Die haben Erfahrung. So, haben wir noch vier weitere Kandidaten, die das machen möchten? Wer mag? Dann darfst mal du. Wir müssen die Gummis wieder runter machen. Nee, wir haben genug da. Dann, wer mag denn noch? Diesmal darf der Herr Herbold, jetzt hat er Bier. Finger, gehst du auch mal her. Einen herzlichen Applaus bitte nochmal für die Kandidaten. Ihr kennt die Spielregeln, gleiches Spiel, andere Menschen, ähnlich viel Spaß. Weil es sau bescheuert aussieht, echt, ihr hättet euch sehen sollen. Ja, wo steckt denn der Herberholz? Versager. Dennoch, vielen Dank fürs Mitmachen bei unserem kleinen Spielchen. Ich bitte erneut um Musik von unserem Super-DJ Niklas Steige, der sich den Arsch aufgerissen hat für alles, was bei uns in der Kollegstufe fast passiert ist. Ein herzlicher Applaus für Niklas Steige, bitte. Sugar and spice. I feel nice. Sugar and spice. So nice, so nice. I got you. When I hold you in my arms, I know that I can't do no wrong.
alles Leistungen Freilich! Wir ticken schon drauf. Hallo, Kevin. Alles klar mit ihm? Stop for life, stop for life. Ich glaube, der Peter, wenn Sie das hier nach vorne machen, diesen Schutz, dann werden die Aufnahmen bei Sonnenschein besser. Besser, ja. Probier ich, ja. Die Flasche lässt sich tragen. Alles dann mit der alles riskiert und alles verloren, Herr Walter. Und wieder zurück auf den Platz. Drollig, wie Sie das machen. Nochmal einen Applaus, vielen Dank, Sie waren ein wunderbares Wettkampfteam. Und das Ganze nochmal mit Frauen machen, weil die sich damit auskennen, vielleicht können die das besser. Aber Frau Schmidt, Sie können mir doch nicht ein Bogi zeigen. Da gibt es einen Strafenkatalog. Ich sag's Ihnen. Also, wollt ihr das Ganze nochmal sehen? Ja, Mann, scheiße war's. Stell ihn nicht so an. Alle gut, die Mann Schmidt fällt aus. Nächstes. Was haben wir denn hier noch? Wir machen Single. Seid ihr ganz groß? In die Ferne. Doro versucht sich. Wow! Das darf niemand sehen, es sind Kinder anwesend. Regie, wir sind dann bald soweit. So, auf die Plätze, fertig, los! Come on now.
Alter, der hört schon
Zuerst hat daheim nichts zu essen. Und tut sie dann in seine linke Hand. Ja, okay, dann danken wir den Kontrahenten und den Teilnehmern dieses. Der Schub geht voll ab. Dieses Spiels für die Teilnahme einen herzlichen Applaus! Kurzer Hinweis in eigener Sache. Heute Abend, wir haben das Zelt ja nicht nur für heute Mittag und heute Vormittag aufgebaut. Nein, heute Abend wird hier noch eine ultimative, riesige letzte Party unseres enorm beliebten Jahrgangs stattfinden. Unter dem Motto die finale Feier. Ab 22 Uhr Live-Musik mit den Lucky Bamboos. Eine Newcomer-Band aus Bad Kissingen und Umgebung. Then I saw her face. Now I'm a believer. Now her trace. Weg
kennt dieses Spiel nicht? Hände hoch! Ihr habt keine Freunde. Auf Kindergeburtstagen feiert man sowas. Alle müssen hochhüpfen und versuchen, einen Wurst zu ergattern. Sind Sie soweit, meine Herren? Auf die Plätze! Fertig und los! Wahnsinn! So ähnlich muss ich Queen in Wembley gefühlt haben. So, jetzt setzen Sie sich erstmal hin und sagen. Das gleiche Spiel macht jetzt nochmal ein paar Abiturienten, weil wir so viele Würstchen haben. Wer mag auf die Bühne aus unserer Riege? Ja, wenn Sie Hunger haben, dann Herr Flügel, Sie werden natürlich. Warte, Herr Flügel, ich bringe Ihnen gleich eins vorbei. Auf die Plätze! Fertig! Los! Yeah.
das Lied. Ja. So you got to let me know. Should I stay or should I go? It's all taste. You have me when I'm on my knees. All day is fine, the next is black. So if you want me on your back, well, come on. Der Kameramann, ja. So beim Soundtrack. Wieder auf Lüfter. Wirklich? Ja, genau. Ja, deswegen ist der Kruger schon leer. Das ist Radler. Ich sorg gleich für Nachschub, ja. Genau. Kannst ruhig ein bisschen rumgehen noch, wenn Leute beim Arbeiten filmen. Einwandfrei werde ich machen. Boah, ein Sixkopf. Yeah. Ja, danke. Stopp. Rumdrehen. Das ist eine Aufnahme. Dankeschön. Sehr fein. Ja, aber da ist ja bestimmt nicht jeder. Nicht. Hallo. Das ist ganz toll, wie wir. Wir brauchen noch ein neues Schälchen. Noch ganz liebevoll. Was macht mir? Erklärt's doch mal. Wir rollen Weihnachtsserviette. Das finde ich ja lieb. Mit tollem Plastik. Zeig mal, wie geht denn das? Bescheuert. Der Dopax hat ich so Leute beim Arbeiten filmen, da ihr die einzigsten seid, tut's mir leid. So. Perfekt. Oh, da hinten steht ja auch was Tolles drauf. Kick. Michael. Ich glaube, ich halte zwei und die Corinna knickt. Hey! Ist das so fotogen, Corinna? Komm, zeig uns die von deiner Westseite. Komm. Ja, meine Schwester! Yeah! Jetzt passier für mich, sehr schön. Und turn around. Hallo! Meine Schlüssel! Ist ja nur der Generator. Der schießt da, oder nicht? Pizza? Der Autoschlüssel. Wenn, dann schieße ich auf die Büsche, nur weil ich es wissen möchte. Dann noch ein Schulschlüssel dran. Aber wir nehmen uns gegenseitig wieder aus, Ralf, okay? Wir nehmen uns gegenseitig wieder aus. Ich schieße mal testweise auf die Büsche. Auf das Heilschild möchte ich nicht schießen. Ich will es nur mal wissen. Okay, wir testen, ob Cola-Flaschen im Spritzpistolchen gehen. Ja, Elsa, die alte Sechskanone. Das ist überhaupt keine gute Idee, weißt du? Bist du bescheuert. Cool. Schmeckt gut oder schmeckt scheiße? Naja. Ja, Elsa, komm. Das ist der Hausbus. Da sind Kinder wieder was gezeigt. Wir machen ein Interview, okay? Du stellst dir die Fragen selber und beantwortest sie gleichzeitig auch, okay? Hey, gut gemacht das. Richtig? Falsche Antwort, nix sind heute. Wie finde ich die Feier? Ausnahmsweise finde ich sie mal gut für eine Abi-Feier. Dann, warum ist das Sabrina schlecht? Ist das Sabrina schlecht? Stopp, ja. Ich muss einen kleinen Schwenk machen.
Moment sieht sie gar nicht so schlecht aus, aber ihr ist schlecht. Ich vermute, sie ist schwanger. Oh, schlecht. Von mir. Oder gut, schlecht oder gut? Ich erzähle dir noch einen Witz. Kommt ein Thunfisch zum Walfisch, sagt der Walfisch, wollen wir es Thunfisch? Sagt der Thunfisch, habe ich einen Walfisch. Danke. Danke, Niklas Steigel, meine Herren. Echt? Hey. Ja, hier den Studenten zu Gast sind. Zählt es zu einer Waldgruppe, aber jetzt werden wir das gegen Wald ist da, vor allem die Telegarten. Im Hintergrund läuft sich schon Benny warm. Du musst klaren Kopf behalten für heute Abend, ja, wenn du so viele Lieder spielst. 20 Lieder? 20, oder? In die Ecke getötet. Hier kommen die drei Lehrer. Sprachbürste. Sehr viele freiwillige Helfer. Benjamin, wächst nicht mehr. Ja, das sag ich doch. Jetzt so schnell bei mir. Nee, schauen wir mal, was du auf deinem das Bein oder was dann kommt, ja? Ist klar. Ey, mach zuerst mal eine Base, bitte. Yeah.
Frage. Sie müssen mir mal ganz schnell was erklären. Was ist denn der Unterschied zwischen einem formellen und einem informellen Rechtsstaat? Keine Ahnung. Ein formeller Rechtsstaat, ein materieller Rechtsstaat hat eine Verfassung, ein Grundgesetz. Ja, genau. Und beim Formeln sind es nur private Sätze. Thank you.
natürlich. Ist der Johannes? Oder so Peter Johannes? Ah, nee, ich würde schon wegen früher einfahren, wegen der Schlossau. Wir haben bei ihm Schwüraufgabe. Natürlich. Nee, ich wollte ja länger bleiben, aber eine gute Note und dann... Herr Kramatzki, was halten Sie von dieser Abiturveranstaltung? Also Herr Dr. Peter, ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich finde es mal gut, dass hier am Abend so eine öffentliche Feier ist. Das finde ich toll. Der Abischatz war auch super. Also ich bin rundum zufrieden. Glauben Sie nicht, dass die Gefahr des Alkohols besteht? Das glaube ich schon, aber ich denke, hier sind lauter vernünftige Menschen, die sich einigermaßen unter Kontrolle haben. Bis auf ihn. Bis auf ihn, ja. Aber ihn werden wir auch noch formen können, oder? Bitte? Ihn werden wir noch formen können, den oder den wir fassen. Ja. Es geht immer schon ordentlich Menschen noch formen, ja? Ja, das werden wir auf jeden Fall hinbekommen. Also ich gebe mir sehr viel Mühe, ihn dazu zu bewegen, gut zu werden, aber... Also hier haben wir es ja auch geschafft, wir haben es da 5 Jahre gebraucht. Ja, aber es hat geklappt.
Yeah.
irgendwann nächstes Jahr hier an der Schule sehen. Ich hoffe, er kennt mich nicht wieder. Vorher mache ich noch die lustige Tombola-Abend. Ich habe nämlich vor der Schule ein Handy gefunden. Siemens C55 mit 1A FC Bayern Logo. Und also wer das haben will, ich setze es bei eBay rein, er kann sich nächste Woche dann ersteigern. Fakultativ kann er mir auch irgendwie nachweisen, dass es ihm gehört, und dann kann er sich bei mir abholen. Ansonsten telefoniere ich halt ein bisschen. Schauen wir mal. Und jetzt? Ja, Philipp, was ist? Das ist Nummer vom Kinderschutzbund gespeichert in dem Handy-T-Shirt damals. Es wird ein Brecher werden. Und ihr müsst jetzt alle mit der Hüfte. Yeah.
Euro Unterstützung. Warum muss man sich nicht machen? Der Philipp hat natürlich jetzt Ende. We'll be right back.
Thank you.
Yeah.
schiedsrichtergreifend ein. Im linken Flügel die Geheimwaffe Suttner. Das Spiel hat begonnen!
Leute.